Willkommen bei Gartenbob. Hier geht es darum, die Ursache zu finden, warum diese Konifere hier teilweise vertrocknet. Das ist schwer zu finden. Ich habe schon geprüft, ob es eine Wühlmaus war. Also das kann man ja machen mit einem langen Stöckchen hier oben mal durch. Und wenn es so leicht reingeht, dann weiß man, dass man reinkrabbeln muss und gucken unten, ob dort Gänge sind. Sieht aber nicht ganz danach aus, weil wenn eine Wühlmaus irgendwo an einer Wurzel knabbert, dann wäre hier die ganze Fläche schon mal weg. Ist aber nicht so, es ist immer nur teilweise. Ja, jetzt bleibt bloß die Möglichkeit, mal von oben die Pflanze zu begutachten. Man sieht aber, dass sie hier top neuen Austrieb hat. Ja, das ist dieses helle Grün, im Gegensatz hier unten diese dunklen grünen Sachen. Ja, also sie treibt also noch, also sie wächst noch. Behandelt mit Brennnesselsud haben wir diese Pflanze schon, aber es nützt nichts, es trocknet doch immer mehr ab. Nun können das Milben sein und alle anderen möglichen Sachen, die die Konifere, wenn man hier mal Wolken bekämpfen, das ist schwer zu finden. Ja, wenn ich jetzt hier so ein Stückchen abschneide, hier sieht man das ganz deutlich. Wieder nur teilweise. Hier ein Teil, weiter oben ein Teil. Hier heißt es jetzt suchen und nicht gleich unwillkürlich Chemie einsetzen. Ja, das werde ich jetzt mitnehmen. Dann packe ich es unter das Mikroskop und untersuche jeden Einzelnen, ob ich was sehe. Ja, und es heißt wirklich suchen, suchen und beobachten. Ob das jetzt zunimmt, weiter wird das Vertrocknete natürlich rausgeschnitten und dann vernichtet. Am besten sofort verbrennen, wenn man was findet. Und schon gar nicht auf den Komposthaufen packen. Ja, also überstürzen und die Chemiekeule gleich einsetzen gegen einen Schädling, den man gar nicht kennt. Es kann auch eine Virenkrankheit sein. Und gegen Viren ist ja eigentlich kein Kram gewachsen. Ja. Wer wirklich dann ganz sicher gehen will, dann bleibt das bloß so eine Probe ins Labor zu schicken oder zu bringen. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Ja. Ansonsten niemals gleich unwillkürlich Chemie einsetzen. Das machen wir auch nicht. Einfach abwarten, was passiert. Es kann passieren, dass wenn ich das Trockene rausgeschnitten habe, dass gar nichts weiter passiert. Ja, das werden wir dann noch machen. Es ist ja hier noch neuer Nachwuchs da. Frische Triebe, wie hier, gucken wir mal. Das ist jetzt alles schon mal nagelneu gewachsen. Also ist das noch nicht das Todesurteil für die Konifere. Geduld ist angesagt. Und Chemie weglassen. Schon gar nicht düngen auf Teufel komm raus und zu glauben, dass die Pflanze dadurch gestärkt wird. Wie zum Beispiel, wenn jetzt zu viel Stickstoff eingesetzt ist, das bei vielen Krankheiten beschleunigt er noch. Also, dass sich die Krankheit stärker auf die Pflanze auswirkt. Also ein bisschen auf Diät setzen, maximal mit ein bisschen Brennnesselsud machen. Wenn wir krank sind, kriegen wir auch Diät. Ja, und nicht die dicksten, fetzen Fleisch und Fettbrocken zum Essen. Also so machen wir das mit der Pflanze auch. Die geht jetzt auf Diät, also das heißt, sie wird nicht mehr gedüngt. Ja, groß genug ist sie ja, schneiden die aus und dann heißt es abwarten und Geduld haben. Bis wir die Ursache gefunden haben. Ja, viel Geduld wünsche ich, wenn bei Ihnen mal solche Fehler auftreten. Bis zum nächsten Mal.